Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich Siebdruck auf die Keramik. Und zwar hatte ich bis anhin Folien, die vorgegebene Sujets hatten. Und ich habe dann umgeschaut und wollte mir meine eigenen Grafiken aufdrucken lassen und bin dann auf Icon Art gekommen und habe mir das gemacht. Ja, wie das geht und ja, wie ich das jetzt auf die Keramik drucke, das zeige ich gleich. Wir haben hier nun verschiedene Motive, die wir so ausgedruckt haben. Also das heißt, ich habe mir das Icon Art Set bestellt mit der Lampe und Folien. Da sind Inkjet-Folien dabei, Laserfolien dabei und diese Schablonenfolien. Und da werde ich jetzt in der Beschreibung noch einen Link reinmachen, dass ihr das sehen könnt, wo man das bestellen kann. Dann werden diese Folien werden damit belichtet, ist eine Lampe dabei und dann ausgewaschen unter fließendem Wasser. Dann bleibt übrig, bleibt dann das, was belichtet wurde und der Rest, der wird ausgewaschen. Und durch das ausgewaschene Sieb, was hier jetzt durchsichtig ist, wird dann die Farbe gedrückt. Und so funktioniert das. Es ist eine tolle Anleitung dabei. Es ist wirklich super einfach, wie man das macht und das gelingt effektiv sehr gut. Und alles ist da auf Deutsch beschrieben, wenn ihr da so ein Set bestellt. Genau. Okay, und wie man das jetzt druckt, das wird jetzt Nina präsentieren. Nina ist meine Tochter und sie druckt auf einen Becher, druckt jetzt so ein Motiv. Also Nina hat jetzt hier die Folie, die ist auf einem Träger festgemacht, die klebt und die kann jetzt so weggenommen werden und kommt auf diesen Becher. Das kann man gut positionieren und dann streicht man das mit der Hand glatt. Wir haben vorher die Keramik gut poliert, damit das oder vor allem sehr fein gemacht. Die Oberfläche muss glatt sein, damit dann der Druck auch schön klar ist und nicht verläuft. Wird das so angerieben? Und wenn das dann gut hält, fangen wir mit der Farbe an, diese Folie einzureiben. Wir haben da, das sind Farbkörper, die sind angemischt mit Glasurleim und dann mit diesem Bindemittel wird die Farbe dann etwas pastöser. Hier, das ist von Maiko AC 310. Das mache ich auch einen Link in die Beschreibung, dann könnt ihr schauen, wo ihr das bekommt. Mit dem Pulver, das braucht sehr wenig, wird die Farbe dann pastös. Und jetzt streichen wir das ein. Und jetzt wird die Folie vorsichtig weggenommen, die klebt auf der Oberfläche. Und jetzt wird das so vorsichtig weggezogen. Und die Folie, die lässt sich wirklich öfters verwenden. Die kommt dann wieder auf die Trägerfolie. Und dann kann man die trocknen lassen, also zuerst gut auswaschen und dann trocknen lassen und dann wieder später wieder verwenden. Und das ist jetzt der Druck. Also wir haben hier ein Motiv, kleine Ziege, kommt auf den Becher.
Bei dieser Folie hat es eine Rückseite, haben wir gekennzeichnet, das ist die glänzende Seite. Die blaue Seite, also die raue Seite, ist die Seite, die dann, wo wir die Farbe durchdrücken. Jetzt löse ich das von dieser Folie. So, vorsichtig weg, das behalte ich. Und dann kommt das hier auf diesen Becher. Ungefähr so. Streich das an. Das reicht schon. Und jetzt fange ich mit dieser Farbe an, das Motiv hier farbig zu machen. Also schwarz. Ich mache das ja immer schwarz. Gebe da die Farbe drauf. Die Farbe darf wirklich nicht zu flüssig sein, sonst verläuft das Motiv. Und nicht zu zögerlich, einfach da vorwärts machen, sonst trocknet die Farbe schon im Sieb. Das wäre dann nicht optimal, weil dann kriegen wir das Motiv nicht auf den Becher. So. Und immer, ich mache es immer von der Mitte nach außen. So. Ich denke, das ist gut. Und jetzt nehmen wir das weg. Vorsichtig, dass ihr das nicht vorsichtig wegziehen. Und dann haben wir die Ziege. Die Folie wird danach gut gewaschen, dass die Farbe wegkommt. Wenn sie noch feucht ist, das geht am einfachsten. Sonst trocknet die Farbe im Sieb drin aus und das wäre dann ungünstig, weil dann das Motiv nicht mehr durchgedrückt werden kann. Ich wasche das, ich reibe das vorsichtig weg. Und jetzt wird das hier auf dem Tuch abgetupft. So. Dann ist das trocken. Es muss dann noch ganz trocken. Ich lege das umgekehrt auf diese Seite. Die Rückseite kommt jetzt, so wie ich das geschrieben habe, kommt die Rückseite wieder drauf. Und jetzt lässt sich so, jetzt lasse ich das trocknen und so lässt sich dann die Folie später wieder verwenden. Dann bleibt die klebrig und kann wieder verwendet werden. Das kommt jetzt zum Trocknen hier hin. Mein Fazit zu diesem Siebdruck: Ich finde es eine richtig coole Variante, weil man die Folie draufkleben kann und sie nicht verrutscht. Weil bei den anderen Folien, die ich bis jetzt ausprobiert habe, muss man sehr darauf achten. Und bei dieser Folie ist es sehr easy, dass man das gut machen kann. Ja, wir haben das nun getestet mit diesen Folien, die wir selber hergestellt haben. Das Tolle an diesen Folien ist, wir können effektiv selber bestimmen, was wir drauf haben wollen. Also das sind alles Sujets oder Motive, die wir selber ausgewählt haben. Und wir haben ja schon die Folie von Maiko getestet, die sind auch sehr toll. Wobei wir sagen müssen, dass das halt schon noch etwas einfacher ist. Vor allem der Druck. Die Folie kann sich nicht verschieben, weil die dann klebt. Und man sieht, wo man durchstreichen muss. Bei der Maiko-Folie sieht man das nicht so gut. Der Aufwand hier ist einfach, dass man das zu Hause dann auch selber ausdruckt und belichtet und auswäscht. Das ist der einzige Aufwand. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Folien mehrfach benutzt werden können und halt dann ganz individuell sind. Nun, noch einmal, alles was dazu benötigt wird, schreibe ich unten in die Beschreibung des Videos, wo ihr das kriegt, also zum Beispiel hier dieses
Medium von Maiko. Das ist ein Mittel, das dann verwendet wird, um die Farbe pastöser zu machen, dass das nicht verläuft. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Man kann ja auch zum Beispiel einfach zum Beispiel kann man Engobe durchstreichen oder andere Farben, das müsst ihr dann selber ausprobieren. Auf jeden Fall, so hat es perfekt geklappt. Und auch, wo ihr diese Folien kriegt, also das Ganze drum und dran, wo ihr dann auch Infos erhaltet, wie das gemacht wird, werde ich unten in die Beschreibung schreiben. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, für einen Daumen hoch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.